Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Parktour auf unserem Kanal. Mein Name ist Bluefire aka Dennis und ich bin nicht alleine. Der liebe Mitaro ist auch dabei. Sag hallo. Hallo und vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ne? Warum vielen Dank? Ist das selbstverständlich? Ja, hallo. Nein. Ich bin sehr selten in der Parktour dabei. Ja, das stimmt allerdings. Ja, du drückst dich ja immer vor Parktouren. Ich muss es gestehen, ich drücke mich ja immer mit Parktouren. Das ist wohl wahr. Ja, Mitaro hat nie Bock drauf. Das ist das Problem. Die gehen dem immer zu lang. Das geht ihm zu lang. Er würde am liebsten die Stunde Rocket League spielen. Ja, das ist in der Tat wahrscheinlich. Ja. Ja, aber das machen wir. Also jetzt nichts gegen den Park sein, absolut nichts. Das machen wir danach. Das machen wir danach. Yeah. Das hast du dir dann verdient, okay? Oh yeah. Ja, wir sind heute bei einer Parkbewerbung vom Rappe und ich freue mich schon sehr, weil es ein komplettes Piratenthema ist. Ich mag ja Piraten, wie ihr bekanntlich schon wisst und er hat uns bei Discord einen kleinen Text zukommen lassen. Möchte ich kurz vorlesen, wie immer, vor jeder Parkbewerbung, wenn überhaupt was da ist, ne, klar. Und ich fange einfach mal an. Das ist mein erster und einziger Park, den ich jemals in Planet Coaster gebaut habe. Eigentlich wollte ich mehrere Themenbereiche bauen, aber das Piratenthema wuchs und wuchs, bis ich mir dachte, was soll's, es wird ein reiner Piratenpark. Zwischenzeitlich musste ich zwangsweise eine Baupause einlegen, weil mein alter Rechner den Park nicht mehr geschafft hat. Etwa über 40.000 gebaute Objekte, es wurden zum Bauen keine Mods benutzt und keine TMTK-Gegenstände, also nur Objekte benutzt, die es so im Spiel gibt. Schon mal gut, cool, ja. Das feiern wir immer sehr. Haben wir auch bei der Italien. Genau. Und stimmt, die Parktour kommt, glaube ich, nach. Die kommt vorher. Die kommt doch davor. Die kommt übermorgen. Übermorgen kommt Bella Italia. Wenn die Parktour hier draußen ist, übermorgen. Dürft ihr nicht verpassen. Weiter geht's im Text. Warte, wir lesen erst zu Ende. Mods benutzt und keine TMTK-Gegenstände. Also nur Objekte benutzt, die es so im Spiel gibt. Der Park hat außerdem sehr viele kleine Achterbahnen und es steckt viel Liebe zum Detail darin. Vielleicht entdeckt ihr ja das ein oder andere Geheimnis, wie zum Beispiel den großen Piratenschatz. Das war jetzt vom Rappe bei uns auf dem Discord geschrieben und so viel dazu. Also wir haben einen kleinen Piratenschatz hier irgendwo und heute an dem Sonntag müsste der 7.10. sein. Am 9.10. kommt unsere Parktour zu Bella Italia, also dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Und lasst mal auch schöne Kommentare da, so wie hier auch zu diesem Park. Was haltet ihr denn eigentlich von so Piratenparks? Findet ihr die cool? Findet ihr die klasse? Findet ihr das Thema überhaupt toll, so wie ich? Schreibt es mal unten in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Und Mitaro, ich habe das Ding hier mal auf Hochlaufen. Ich habe mal Ultra ausgeschaltet, weil ich nicht weiß, wie die Performance wird. Aber ich muss ja mal sagen, ne, dass der ganze Park besteht aus 40.000 Teilen ungefähr. Ja. Ich hab mehr Teile für die Oper gebraucht. Das ist krass, wie die Leute das einfach kleiner hinkriegen, aber einen ganzen Park und einfach. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Das ist krass. Ja, das ist echt krass. Also es sieht wirklich sehr, sehr schön aus auf den ersten Blick. Ich bin auch sehr gespannt, was uns hier so erwartet. Und wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Hinter uns ist ganz viel Getute und so und gemacht und getan. Ich weiß nicht, soll ich auf Tag umstellen, weil es wechselt hier? Ja, denk ich doch mal. Wir fangen einfach mal auf. Wir können erstmal anfangen. Genau, weil er hat hier so einen Switch drin. Das machen wir erstmal weg. So. Und drehen uns einfach mal um und dann haben wir hier noch so eine kleine Location, wo hier eine Verfolgungsjagd ist und was ich auch ganz cool finde, ist, dass hier die Autos rumfahren auf dem Parkplatz und auch so stehen bleiben wegen dem Zebrastreifen.
Das ist echt nice to have, Idee. Ey. Ja. Das ist cool. Aber wir können ja auch mal hier reingucken. Ach, guck mal. Das ist doch mal selbst gebaut. Gibt's hier eine Parade? Ja, die Piraten sich mal selbst ein Auto gebaut. Ja. Oh, hier ist eins kaputt. Steht schon länger da. Dann haben wir hier noch so ein kleines Gebäude. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas drin ist. Der Schatz vielleicht? Jetzt müssen wir überall reingucken, ne? Eieieiei. Ja, wenn du den Piratenschatz sehen willst, dann auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, der ist im Park. Ich glaube nicht außerhalb. Ich glaube auch. Ja, aber das sieht doch schon gut aus, ne? Das sieht doch schon richtig gut aus. So, wo geht's denn hier lang? Das ist bestimmt der von den Leuten hier. Ja. Genau. Ach ja, dann kannst du direkt Informationen holen. Hier ist auch noch Zeug. Hier geht's auch noch hin. Ach du lieber Gott, was ist denn hier los? Wir sehen alles. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Ach, hier kannst du. Könntest du theoretisch. Ach, die ist doch offen. Ah, okay. Ach so. Hat die noch. Ah, guck mal. Okay, dann kommen wir hier vorne hin. Das ist tatsächlich eine Attraktion. Also, die Leute können tatsächlich dahin. Okay, das ist cool. Das ist cool gemacht. Auch, dass die Leute hier mitfahren. Was ist der Eingang dafür? Da, okay. Ist das schon der Schatz? Oh, ja. Dann haben wir ihn schon gefunden. Aber hier, wir waren hier auf jeden Fall drinne. Und dann kommt man hier raus. Ja, ganz sehr cool, die Idee. Ja. Ach, deswegen halten die auch hier an. Guck mal, das ist nämlich der Ausgang davon. Und dann halten die hier nämlich an. Ah, okay. Siehst du? Ah, das ist raffiniert. Das ist gut. Das ist gut. Guck mal, wir haben noch gar nicht angefangen. Wir haben schon richtig was entdeckt. So, und hier muss ich auf jeden Fall mal reingucken. Da ist der Schatz drin. Nee, doch nicht. Hier kommt dann... Der Skilift. Skilift. So. Genau. Dann gehen wir mal so langsam in den Park rein, würde ich sagen. Ja. Special Guests. Oh. Auch, der ist gar nicht unbekannt hier, der Park. Guck mal. Modern Consumer, Channel 5 Gaming, Tetra Gamer, Knork, Brillibi, Blanco and Chill. Sagt mir gar nichts, Blanco und Chill, dir. Nee, keine Ahnung. Mackie 79, der sagt Mackie, mir was. Mackie, ja, wegen, das, der macht immer bei den Schottischen mit. Genau. Ja, genau. Coaster Teddy und Puppel Fool. Okay. Brillibi sagt auch rein? Mir auch was. Kommen wir jetzt auch rein? Hier ist noch Platz. Da ist einer ist noch frei. Ich darf ja, ne? Sind wir auch drin. Sehr gut. Haben wir verdient. Denke ich auch. Wo ist denn jetzt meine Maus? Da. So, guck mal. Und 7 Cents. Big thanks for the nice spotlights and support. Natürlich. Machen wir auch. Natürlich. So, welcome. Jetzt fangen wir erstmal so richtig an hier, glaube ich, ne? Rappel X. Oh, das ist auch schön gemacht. Das ist cool. Ja. Ich mag den Eingang. Der Eingang vor den Eingang. Ja, genau. Ich mag den Eingang sehr. Das ist cool. Ach Gott, ich werde hier alles mögen. Ich sehe es schon kommen. Das ist meine Welt hier. Also mit mir eigentlich schon fast den Falschen hier mitgenommen. Ach, Quatsch. Das stimmt doch gar nicht. Aber hier, also ich an sich mag ich auch Piraten, aber ich mag nicht Piraten zu bauen. Ja, musst du ja nicht, aber die angucken und so. Ich mag die Filme, ich mag die ganze Atmosphäre, das Ganze hier so, das Ganze alles. Das ist alles so, das finde ich cool.
Aber deswegen war die Zeit eingestellt. 18.30 Uhr ist Feuerwerk. Ja gut, das können wir am Ende vielleicht nochmal kurz machen. Ich glaube, wenn wir dran denken, ich hoffe es. Werden wir dran denken. Welcome Pirates. Jawohl, sind wir doch. Ich gehe mal links lang. Ich weiß nicht warum, aber ich gehe mal links lang. Gehen wir mal links lang. Ich weiß halt nicht, ob es ein Rundweg ist, keine Ahnung. Schöne Brücke und ich finde es geil, dass man halt diese Achterbahn schön sieht. Ja, 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 finde ich auch. Hat es auch gerade auf der Zunge gehabt. Pirate Jungle. Oh, cooler Eingang, ne? Jo. Verwurrt, passt schon. Ja. Natürlich. Das ist die große Ausführung, darf nicht fehlen. Und irgendwo ist bestimmt auch die kleine Attraktion. Really weak. Jo. So, dann haben wir hier Pirate Boote. Oh, wir fliegen einfach mal drüber. Und. Oh, das ist eine Achterbahn. Das ist tatsächlich eine Achterbahn. So, dann machen wir mal Pause. Das Gute ist, in der Achterbahn steht auch ein bisschen was drin an Deko. Nicht so leer. Ja. Das ist immer so typisch, ne? Immer der falsche Waggon. So. Wie immer. Setzen wir uns vorne hin? Oder setzen wir uns so hin? Nee. Nee, bei der kannst du eigentlich schon normal vorne sitzen. Ganz normal, also als, gell? Ja, ja. Gut. Guck mal, so schnell geht's. Erste Achterbahn. Let's go. Bin ich mal gespannt. Ich spring mal vor. So, los geht's. Was ich jetzt hier aber gerne nochmal sagen will, ich habe keinen Ingame-Sound. Ich hoffe, du hast Ingame-Sound am Aufnehmen. Ja, eigentlich okay. Schon. Ach, du hörst nichts. Ich höre keinen Ingame-Sound. Der ist stumm. Ach so, ja, ich habe dich über OBS laufen. Deswegen. Ja. Ja, ja, klar, aber ich müsste ja eigentlich von OBS ja. Achso, ah, ja, okay. Verstehe, nee, nee, ja. Eben nicht. Ja, ist richtig. Ja. Ja. Nee, es macht dir nichts. Ich müsste das im Discord müsste ich das ändern. Da müsste ich das im Discord ändern. Hast ein bisschen Ruhe. Nee, du musst die Stimme lauschen. Wenn die Achterbahn rum ist, mache ich das. Oder wobei, nee, ich kann das jetzt gerade machen. Ich hoffe, das ändert nichts an dem. An der Aufnahme von dir. Weiß ich nicht, also auch probiert, du siehst halt die Achterbahn jetzt gerade nicht, ne? Jetzt ist doof. Doch, ich sehe die ja auf Discord. Ich habe ich kann ja hier noch gucken. Da ist ja noch ein zweiter Bildschirm. Ich sehe alles. So. Na klar, bist du gleich weg wahrscheinlich. Das weiß ich noch nicht so ganz. Also noch schlägt's aus. Noch schlägt's aus, weil ich ja noch gar nichts gemacht habe. aber wenn ich jetzt hier Streaming beende, dann bist du ja raus quasi. Dann darfst du jetzt erstmal nichts sagen. Mal gucken, ob das gleich wieder funktioniert. Dann müsst ihr ja dann wieder ausschlagen. Okay. Ich wechsle gerade. Ah ne, Fenster wechseln kann ich auch direkt. Guck mal, dann machen wir das so. So. Und? Schlag mal aus. Jetzt. Ja, du bist noch drin. Jetzt muss das nur noch in der Aufnahme passen. Jetzt seh ich dich nicht mehr, aber das ist okay. Ich finde auch, das ist okay. nimm dich mal noch trotzdem zusätzlich auf der Audacity gerade auf. Nur einfach so. So aus. Okay. Sicherheitsgründen. Das wäre so schade. Nimm einfach direkt auf. Und es läuft jetzt mit. So. Ah ja, perfekt, super. Da sind wir auf der sicheren Seite, weißt du? Dann ja. Jetzt habe ich nur die Hälfte von der Bahn mitgekriegt, leider. Echt? Ja, dann müssen wir nochmal fahren. Das ist das erste Mal in dieser Geschichte, dass wir hier nochmal eine Bahn fahren. Ist das der Aufzug schon am Anfang? Könnte sein, ja. Könnte sein, ne? Ist auch so. Ist auch so. Gut, starten wir das Ganze nochmal von vorne. Hey! Vielleicht machen wir auch einen Cut rein. Mal gucken.
Ah, wir kennen uns doch. Wir lassen das immer alles drin. Ja, meistens schon. Authentisch vom Feinsten. Ja. Wir sind halt Chaoten. Nicht perfekt. Ja, und Chaoten sind wir auch. Ja, wir sind halt Chaoten. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Ja. Eine schöne Farbe ist hier. Ich finde die Musik auch gut und passend ausgewählt. Hier ist halt Dschungel. Ist ja richtig was los hier, ne? Ja, ich habe auf Steam steht geschrieben, wie viele Attraktionen hier drin sind. Ja. Sind 11,5 Achterbahnen, 2,5 Wasserbahnen. Warum auch immer halb, weiß nicht warum, aber sehen wir wahrscheinlich noch. Und 24 Fahrgeschäfte, wenn ich das noch so im Kopf habe. Liebe Fahrgeschäfte fahren wir ja sowieso nie mit so Red Rides. Nee, eben. Was ist das? Kann schon nicht. Muss man. Ja, 24 Fahrgeschäfte und 2 Parkzüge. Okay. Der Rest ist richtig, was ich gesagt habe. Ist auch ganz schön lang, ne, für dich. Ja. Da springen wir mal vorher. Also Wasserfahrten sind halt immer lang, ne? Ja, gut, die sind ja, ja. Der hängt da schon länger. Ein bisschen. Vorgestern hat er noch gesprochen. Gestern hat er noch Farbe gehabt. Vielleicht hat er auch einfach nur eine neue Frisur, man weiß es. So wie beim letzten Deep Dive, gell? Ja. Das war auch gut. Ja. Ja, das ist auch ein schönes Bild. Ja, es ist tatsächlich ein schöner Ausblick jetzt. Sehr nice. Spur mal vor. Ja, passiert jetzt nicht so viel. Ich glaube auch nicht, dass hier jetzt noch was passiert. Aber es war eine sehr coole Fahrt tatsächlich. Ja. Ach, guck mal, perfekt. Glück gehabt. Und kaputt. Technische Störung. Ah, hier sind so viele Achterbahnen, die halt hier umkreuzen, ne? Ja, es waren, glaube ich, 3 oder so. Die mhm. Ja, so 3 Stück. Boah, da kannst du mir gerade die Galle hoch. Ja. Ja. Ist hier irgendwas? Da kam das Kötzeli. Ja, so ein bisschen komisch aufgestoßen. Ja. Hier ist kein Schatz. Ja, echt hübsch. Hübsche Fahrt. Was haben wir denn hier? Warum ist das denn hier? Ach! Ein bisschen dann oh. Shooting White. Guck mal. Cool. Oh, jetzt haben wir uns gespoilert. Toll. Oh. Ja, sorry. Ja, das kommt davon. Dann dürfen wir halt die Attraktion nicht mehr zeigen von oben. Jetzt bin ich sowieso lost. Nee, da. Ich dafür. Da. So, gut. Irgendwo hier war doch. Ja, gut, bei Blanco 2 kommen wir nur mit Perso. Ja, das ist wiederum cool, Blau. Ne? Das, ja, das stimmt, ja, ja. Das macht es um einiges einfacher, ne? Dann passiert sowas nicht mehr. Aber allerdings, wenn du die Achterbahn von oben dir angucken willst, ja, ne, natürlich. Irgendwas Cooles ist. Ach, guck mal, hier ist es doch direkt schon. Da. Da sind wir fast dran vorbei. Hier fehlt ein Schild. Ja, dann. Hier fehlt noch so ein Schild, weil wenn du stimmt, hier rauskommst, ja, dann würde ich hier noch ein Schild hinmachen. Und damit man weiß, dass hier noch was ist. War ich bei den bei der. Also doch Piratenboote, ne? War dabei. Stand der. Ja, genau, Piratenboote. Und das hier ist Dschungelabenteuer. Ja, wollen wir schießen? Na, lass uns mal schießen.
Spiel vorbei. Sehr schön. Ja, weil du den letzten Wagen sitzt. Hey, so. Sehr schön. Oh, mein Aim ist so mies. Ich sehe schon. Ah, müssen wir wieder ein bisschen Valorant spielen. Ach. Ärgere ich mich doch nur. So. Denk nicht bei Rocket League nicht. Was? Ich bei Rocket League? Ich ärgere mich da auch immer. Oh. Den will ich noch. Den, komm, oh, einen kriegst du noch. Einen kriegst du noch. Da, oh, der, ja. Oh. Das ruckelt auch alles ein bisschen tatsächlich. Der muss hier gerade ein bisschen kämpfen. Da ist eine Tonne, die du abschießen kannst. Die explodiert bestimmt. Ich sehe gerade meine Maus nicht mehr. Das ist so. Hm? Ah, ich kann während der Fahrt schießen. Ach so. Ich dachte, der bleibt nochmal stehen. Achso, nee, nee. Aber ich sehe meine Maus auch nicht. Ja gut, ist halt. Wow. So ein bisschen andersfarbig wäre schon gut, ne? Ja. So, keine Ahnung, in Rot-Gelb irgendwie so, was man sieht. Nein. Und wieder ins Weiße. Nein. Ich meine, ist schon cool, ne, dass sie das hier noch nachträglich gepatcht haben und reingebracht haben. Ja, natürlich, das ist natürlich cool. Komm, 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 komm. Okay, wo sind wir? Komm, nicht nochmal. Guck mal hier, das ist doch cool gemacht. So ein Zwischengang, ne, das ist schon. Ja. Hat schon was. Ach so. Kannst du nur einmal aufschießen. Ach, das ist das Ding, was wir gerade eben gesehen haben. Hä? Oh. Muss leuchten, ne? Ja. Wie viel hast du? 480? Ja, voll schlecht. Also erschrocken. Ah, nee, das ist... überrascht. Ich habe mich bei einem Dark Ride erschrocken. Cool. Guck mal. Und das war von deinem Dark Ride Challenge, wo Evelyns Dark Ride im Hintergrund lief. Das war einfach so übertrieben laut, dass er der erste Tod. Ich habe mich so erschrocken. Ach du, man kann die auch verknüpfen mit Sachen, gell? Ja, ja, das ist wie ein Auslöser, wenn das so ist. Guck mal, ja. Das ist cool. Wusstest du nicht? Nein, wusste ich nicht. Dort kannst du die halt auslösen und dann, keine Ahnung, kannst du ein Wasser spritzen lassen oder so. 580, schlecht. Ja. Aber war auf jeden Fall ein cooles Fahrgeschäft, also war echt viel zu sehen. Ne? Das ist echt cool. Das war hier echt cool gemacht. Ja, hier auch Notausgang. Das hier war auch cool. Ja. Echt hübsch. Dann geht's hier wieder raus. Der war ein cooler Shooting White. So. Ja, war echt cool. Aber eins wollte ich noch gucken, weil... man kommt hier rein. Nee, das war hier nicht. Hier. Nee, doch, das war hier. Ah, nee, dann ist hier nichts. Okay. Ja. Ja, ich muss jetzt hier halt überall gucken, ne? Ich will ja den Schatz finden. Gut. Das war der Shooting Ride. Dschungelabenteuer. War echt hübsch. Sehr schön. 4D Jungle Ride, würde ich jetzt mal behaupten. Ah, das ist so die eine Achterbahn, die, wo die Sitze sich drehen.
Die gibt's doch gar nicht beim ersten Teil. Ja, natürlich. Echt? Da gab's die schon? Da gab's die schon. Nee. Warum labern denn alle immer davon, dass sie jetzt dabei ist? Doch, X-Dimension, tatsächlich. Ach krass, ich dachte, die wäre neu auf Implango 2. Nee, Gott, gibt's ja schon seit... Ja, seit 2016, gell? ich glaube, im Hauptspiel war es, glaube ich, nicht dabei. Weiß ich jetzt auch nicht. Kam mehr. Nachträglich, meinst du? Kam glaube ich, nachträglich, ja. So, dann machen wir mal hier Pause. Und, ja. Natürlich. Wo auch immer wir jetzt gerade sind. Und den wollen wir. Ich glaube, den fahren wir tatsächlich anders. Die sitzen zwar rückwärts, aber wir fahren vorwärts. Das ist bei dem so. Das war ja schon bei RCT 3, war das ja schon. Gab's den ja schon. Glaub mir. Wenn die Sitze sich drehen, dann fährst du vorwärts, ja. Dann ist das ja so ähnlich wie ein Wing Coaster ungefähr. Nee, die fahren rückwärts, tatsächlich. Ja, aber wenn die Sitze sich drehen, fährst du ja vorwärts dementsprechend. Das meine ja, ich aber auch. Auf dem Kopf. Nein. Ja, jetzt kommt drauf an, wie die Schiene verläuft. Ja, Die Sitze an sich drehen sich ja auch. Das ist richtig. Guck. Aber das kannst du ja in der Bahn kannst du es ja einstellen. Wenn da oben jetzt gleich eine Drehung kommt. Ja, du kannst das einstellen, genau. Aber ich denke mal, wir fahren dann trotzdem vorwärts. Wir sehen es gleich. Ich habe den noch nie gebaut. Tatsächlich. Kann ich eher weniger dazu sagen. Würde ich halt auch mal so unglaublich gerne mal einfahren, aber den gibt es, glaube ich, nur in Amerika. Den X-Dimension, ja. Ich glaube, den gibt es in Six Flags. Boah, kann sein. Dann müssen wir da wohl mal hin, ne? Denke ich auch. So, guck, jetzt drehen sich die Sitze und jetzt fahren sie vorwärts. Jetzt. Jetzt fahren sie vorwärts, ja. Das ist bestimmt cool, das Ding. Aber du willst damit fahren? Ja. Echt? Du magst ja ach komm, ey. Ja, aber Achterbahn ist ja wieder was anderes. Oh, der ist aber kurz. Okay. Ja, aber ich fand, es hat gereicht. Ich fand's cool. Das war eine coole Fahrt. Cool war's auf jeden Fall. Komm, Untamed hat mir auch nichts ausgemacht, lustigerweise. Aber Untamed war auch mega. Ja, die ist aber auch eine geile Achterbahn. Richtig mega. Die war richtig gut. Da hätte ich, glaube ich, auch noch 10-mal mitfahren können. Ja, also... Das stimmt, ja. Könnte gerne auch unsere. Also die Boomerang, die zweite Runde hat mir gereicht. Das war mir schon wieder so ein. Ja, Boomerang war hart, ey. Also, wo sie warm gefahren war, war richtig krass. Ja. Also, dass es mir wirklich danach so dreckig ging, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, also rückwärts war schon mal was anderes, so durch den Boomerang zu fahren, wie du dann halt so in den Sitz gepresst wurdest. Also wo es noch nicht warm gefahren ist, dann ging's. War schon krass, fand ich. Aber da, wo sie warm gefahren war, boah. War schon. Die hat mich da den ersten Tag richtig ausgenockt. War schon heftig, ja. Das stimmt. Und muss ich mich erst mal setzen. Das stimmt, ja. Unser kleines, wie sagt man nochmal? Was denn? Hey, wir waren ja im Walibi Holland. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Unser Vlog, meinst du? Ja, Vlog, genau. Danke, das war's. Ja, gerne. Ja, machen wir so selten, deswegen. Deswegen fiel mir das Wort jetzt gerade nicht ein. Aber hier oben in der Infobox könnt ihr mal reinklicken. Am besten nach dem Video hier. Am besten nach dem Video. Aber ich mach's trotzdem. So, hier ist eine Monorail. Unterirdisch. Ja, so. Ist okay. Ich weiß halt nicht, ob da was passiert. Naja, gut, unten ist die Station ist ja auch nichts. Ne, so.
Nee, das stimmt. Thematisiert, deswegen denke ich mal, dass das wirklich nur funktional ist. Jetzt gleich haben wir den ganzen Park gesehen. Ja, ist klar. Da ist auf jeden Fall eine Achterbahn drin gewesen. Ich bin hier irgendwo. Wo bist du denn? Da will ich hin. ich weiß nicht. Ich mache hier nur Blödsinn. So, jetzt gehen wir hier schön nach der Reihe. So, hier waren wir drin. Da waren wir drin. Da waren wir drin. Das war der Fetier. Genau, und dann war der Ausgang, aber hier hinten. Der war da drüben, ja. Der war hier. Da gehen wir jetzt wieder raus. Und kommen hier zum nächsten Ausgang von der Achterbahn. Da weiß ich noch nicht so ganz, wo da der Eingang ist, aber da kommen wir bestimmt noch hin. Wir gehen trotzdem mal hier lang. Das war ja der Eingang zum Monorail. Genau. Auch ein schöner Blick hier, ne? Jetzt gucken, ja, wenn die Achterbahn hier lang kommt. Was sitzt du? Auch ein schönes Gebäude, ne? Ja, kann man so machen. Das ist cool. Gefällt mir. Das ist schön geworden. Ja, vor allem oben ist schön rund. Ja, ist richtig schön. Schön geworden, ja. Sieht sehr gut aus. Wir haben noch einen kleinen Flatride. So einen kleinen Plaza. Personal. War ja schön zum Sitzen. Ja, wirklich sehr schön. Kann man sich hier ein bisschen ausruhen. Schönen Blick auf die Achterbahn. Ach, richtig cool. Schön. Gibt es nicht in Spanien irgendwie einen reinen Piratenpark? Irgendwie so auch komplett im Theming. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Weiß ich nicht. Ich weiß, dass der Heidepark so ein bisschen angehaucht ist. Piratenthema mäßig. Oder zumindest mal war. War, ja. Ich wollte gerade sagen, war vielleicht. Jetzt ja auch nicht mehr so. Gehen wir hier weiter. Hier war ja der Ausgang. Ne, war der Eingang von der Monorail, genau. Genau. Sieht auch cool aus. Das ist ein Steuerrad, würde ich sagen. Ja. Hey, hat er da dran gemacht. Okay. Hängt nicht in der Luft. Power da, Jungle. Das ist ja, der, das Eingang ist die grüne Achterbahn. Ja. Die sieht doch gut aus. Ja. Sieht echt sehr, sehr krass aus, ja. Uhu. Die freuen sich auch schon. Die freuen sich auch schon. Nein, den wollen wir nicht. Doch, wir sitzen richtig. Ah doch, wir sitzen richtig, hast recht. Entschuldigung. So, unsere dritte Achterbahn. Ruckizucki geht's. Ruckizucki, von 11,5. Das ist lustig, ne? Du kannst die Bahn so bauen und in Planet Coaster 2 ist es eine Special-Bahn. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Das ist schon sehr lustig. Ah, Speicher. Ja, super. Ich hab den Park schon zu lange auf. Ich muss den echt mal auf so 3-4 Stunden machen oder so. Nee, mach das bloß nicht. Ich bei Bella Italia habe ich schon oft genug geflucht, wo ich glaube, es gestürzt ist. Nee, ich meine wegen Parktouren einfach. Ja, aber das hast du dann auch bei der Italia zum Beispiel. Ja, oder da muss ich halt dran denken, dass ich das... Ja gut, ich würde mal sagen, wir bauen ja sowieso in Planet Coaster 1 wahrscheinlich nichts mehr, bis Planet Coaster 2 draußen ist. Also, weil bis dahin haben wir ja genug... Planet wollte ich jetzt nichts mehr bauen, ne? Deswegen, ja. Ist jetzt auch nicht mehr so. Dann kannst du es schon machen. Ist jetzt nur noch ein guter Monat. 3 Tage. Schöne Fahrt. Spaß gemacht. Ich würde die auch mitfahren, tatsächlich. Tatsächlich würde ich die fahren. Nicht nur einmal.
bin halt ein bisschen crazy. Du bist einfach krank. Ich bin, crank. Crank. Das sieht auch lustig aus. Das fährt auch sogar gerade. Ich glaube, ich muss hier dunkel machen. Ich weiß nicht, ich hab's so im Urin. Meinst du, da passiert irgendwas richtig krasses? Ich weiß es nicht. Das sieht so verdächtig aus. Das sind Lampen. Irgendwas ist hier. Nee, das ist dein Oder ist das Logo Gerät? Von dem Ding. Ach so, okay. Okay, dann passiert hier nichts. Mein Fehler. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können, genau. Dann gehen wir mal weiter. Hä? Wie ist nochmal ein Eingang? Siehst du gerade? Why? Wieso geht das? Ach, guck mal, nein, die fahren vorne mit dem Ding hier. Ah, ja, ich verstehe es, ja. Und dann hat er hier einen Eingang gebaut. Ach so, ja, okay, das ist dann, das ist auch cool. Habe ich so auch noch nicht gesehen, ne, in irgendeiner Partie? Nee, hab ich auch nicht gesehen, ne. Ich wusste gar nicht, dass das auch geht. Was wir alles lernen. Jetzt noch. Wahnsinn. Jetzt noch. Ich sehe da hinten was. Aber es ist bestimmt nicht der Schatz. Es fehlt echt überall irgendwas, ne? Hier steht überall irgendwas. Ja. Das ja, so sollte es auch sein. Das ist richtig. Find, cool. So leere Ecken sind halt ein bisschen blöd. Ja, das stimmt. So, hier ist Freefall Tower. Komm, wenn ich recht überlege, dann mein erster Park, den ich übrigens auch hier auf dem Kanal habe, Grandline, war ja auch ein Piratenpark. War auch ein Piratenpark, so einfällt. Ja. Und der war wirklich klein. Der war wirklich klein, ja. Oh, eine Bootstour. Die nehmen wir mit. Auf jeden Fall nehmen wir die mit. Auf jeden Fall nehmen wir die mit. Da passiert doch bestimmt was. Und so eine andere Kamera nehmen. So, den da. Und welche ist denn gut? Na, da so sitzt er halt, da haben wir noch ein Kind. Ja, fahr doch so. Wow, oder muss links und rechts rausgucken. Oh, ich weiß nicht, ob man da was sieht. Ja, das ist doch die nebendran. Kamera. Wir fliegen mit. Wir fliegen mit. Wir fliegen mit. Weil das ist so ein bisschen doof. Ich will was sehen. Eine Holzachterbahn und die Monorail. Da sind wir, glaube ich, vorhin schon durchgeflogen. Ja. Funken. Da vorne stürzt irgendwann ein. Da schwimmst du Skelette. Okay. Ja, es ist gut. Hier ist noch eine Wildwasserbahn. Ah, ich glaube. Hä, bleibt er da stehen? Ja, das sind die 2,5 Wasserbahnen. Ah ne, das Ding kannst du auch so bauen, ne? Naja, es gibt. Ach ja. Ist ja genauso wie die Studiotour. Da kannst du ja auch diesen genau. Wagen basteln. Ja, stimmt, stimmt. So ein bisschen passiert was, ne? Ja.
große Holz sagt aber noch anscheinend. Ja, ich glaube auch. Ist schön. Oder kann vielleicht hier so ein Hybrid-Coaster sein wahrscheinlich. Kann auch sein. Oh, hier gibt's echt viel zu sehen, ne? Das ist krass. Hütte bleibt stehen. Oh, ah, okay. Haben wir gekriegt. Fahren wir da bestimmt durch. Mhm. Das sieht auch ziemlich dunkel da drin aus. Du hast halt gerade eine Taschenlampe noch an, ne? Passt der da rein? Nein. Oh. Okay, cool. Bleib stehen. Na gut, der hat mit den Teilen hier gearbeitet, die es halt vom Spiel nur gab, ne? Ja, natürlich. Gibt halt zigtausend TMTK-Teile, wo du hier ein schönes Ding bauen kannst, aber das hier reicht doch auch schon vollkommen aus. Manchmal braucht es auch nicht einfach mehr. Nee. Aber so Dinger fahren halt so Ewigkeiten lang, ne? Ja, klar. Das ist, wenn dann die ganze Zeit nichts passiert, ich meine, wenn du selber mitfährst, ist das was anderes, ne? Aber wenn du jetzt hier so im Spiel so ein Ding hinterherfährst, dann ist das schon anstrengend. Langweilig nicht, aber anstrengend. Und du willst ja, dass was passiert, die ganze Zeit. Wollen wir mal stehen. Nein. Oh, da explodiert's. Und dann kommen wir wieder zurück. Ja, war noch viel. Jo, war noch ganz sowas, ne? War schön, ja. Ist auch schön gemacht. Können wir sehen. Wow, das sieht gut aus. Überall schwimmen die Haie. Ja, war doch schön. Da ist der Schatz. Ich hab ihn. Das war ja einfach. Wo ist der Ausgang? Ach, da. Gut, das haben wir auch mitgenommen. Dann haben wir hier noch was. Das Ausgang. Da ist eine Bobbahn. Nicht rein. Oh, eine Bobbahn gibt's hier im Piratenland. Okay. Pirate Jungle, da ging's da in den Bereich. Ich weiß gar nicht, was für ein Bereich das hier jetzt ist. Hier haben wir Manta. Manta, Manta? Manta, Manta. Oh, guck mal hier. Ein Flying Coaster. Kommt genau passend für uns. Hast du schon gesehen? Die Dächer sind mit Zäunen gemacht. Oh ja, stimmt. Oh, nice. Das ist cool. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Nee. Springen wir mal vor. Hier geht es hier Schlag auf Schlag mit den ganzen Achterbahn. Oh, wir sind schon 44 Minuten dabei. Crazy. Doch ein bisschen länger. Doch ein bisschen länger. Ja. Ja gut, ich weiß nicht, wie viel noch kommt. Keine Ahnung. Kennen ihn ja nicht. So, auf jeden Fall sind wir rum. Let's go.
Ich habe viel gelesen, dass das Element richtig eklig sein soll. Echt? Ja. Ich glaube, das war ein bisschen knapp im Boden. Ich glaube auch. Achso, bei Steam stand auch von wegen, wir müssen, wir sollten Kollisionen ausschalten. Ja gut, das haben wir ja sowieso. Das haben wir sowieso standardmäßig drin. Das ist glaube ich auch fies. Hier fehlt so ein kleiner Zaun noch. Aber so an sich. Ist doch okay. Ist doch vollkommen okay. Ist doch vollkommen in Ordnung. So, dann ist der Ausgang auf der anderen Seite und dann kommen wir hier bei dem Aussichtsturm und bei der Frisbee raus. Hat auch ein bisschen dekoriert hier, das Ganze. Auch schön gemacht. Guck, weil hier steht nämlich nichts dran. Ja. Ist mir vorhin schon aufgefallen. Aber auf der Seite. Pirate-Dschungel. So, da müssen wir jetzt... Oder sind wir jetzt hier woanders? Spielplatz, guck mal. Ein Spielplatz. Du bist der Spielplatzexperte. Was sagst du zu diesem Spielplatz? Klein, aber fein, ne? Da ist doch gut geworden. Jo. Am Spielplatz kannst du eigentlich nicht so viel falsch machen. Nö, aber hier geht's die Leiter hoch. Dann kannst du hier mit der Rutsche runter. Oh, Kiddie Coaster, da hab ich ja den Experten dabei. Sehr gut. Ja, klar, weil ich zwei Stück gebaut habe. Hier fehlt noch so ein Zaun oder eine Mauer. Hier muss noch eine Mauer hin. Ja, stimmt. Also, wenn man nach dem Realismus gehen würde. Ja, natürlich. Natürlich. Eine Bobbahn. Eine Bobbahn, die ist schön. Eine Bobbahn, die ist toll. Ach, oh, hier ist nochmal ein Freefall. Wir gehen aber den Weg nochmal zurück. Oh, da ist wieder Eingang. Aber ja, auch so kleine, schöne Gebäude, ne? Das fällt gar nicht so direkt auf, ne? Aber es ist toll. Sieht schön aus. Ja, Gebäude sind halt, ne? Die fliegt man dran vorbei, sagt schön. Ja. Ne? Aber man kann es halt natürlich würdigen, ne? Ist ein Haufen Arbeit dazu, ne? Ja, das ist echt ein Haufen Arbeit. Gebäude, immer. Aber wir haben es gesehen. Bumpin' Derby. Da gehen wir zuerst rein. Okay. Dachte ich mir schon irgendwie, dass Autoscooter. Das ein Autoscooter wird. Und dann gehen wir hier rein in die Bobbahn. Aber gut besucht. Und ich mag die Q-Lines, die sind so kurz. Kennt man auch anders. Ja. Ah nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte ich muss erstmal einen in die Station bringen lassen. Ich habe schon lange keine Packung mehr gemacht. Aber apropos Packtouren. Die Challenge, Dark Ride Challenge ist ja jetzt mittlerweile bei uns schon vorbei und ich nehme jetzt gerade eine Woche vorher hier auf und ich hoffe, dass ich bis dato schon den ein oder anderen Interview gemacht habe und auch schon den ein oder anderen Dark Ride gemacht habe. Wenn ich das schon getan habe, dann dürft ihr es nicht verpassen, dann müsst ihr da rein. Und was auf jeden Fall cool ist, dass wir auf jeden Fall jetzt zum jetzigen Zeitpunkt bei der Aufnahme, ist halt eine Woche her, ich schon zwei Zusagen habe für ein Interview und deswegen, das wird cool. Ich freue mich schon auf jeden Fall drauf. Ich denke mal, der eine oder andere wird auch noch beim Interview dabei sein, wie Jemen und Blanco. Den habe ich jetzt noch nicht angefragt. Zum jetzigen Zeitpunkt, aber am Montag ist ja dann Abgabe. Und dann wird der ein oder andere gefragt und der ein oder andere wird wahrscheinlich zusagen und da freue ich mich schon drauf. Ich bin gespannt, was die Leute sich dabei gedacht haben. Bei ihren Dark Rides. Ich freue mich auch schon auf die Dark Rides. Ja, es wird cool. Es wird richtig cool.
glaube, die Perspektive ist ein bisschen doof, ne? Fahren wir die mal. Oh, die eventuell. Aber so eine Bobbahn ist eigentlich cool zu fahren. Also ich mag's sehr eigentlich. Also ich find's cool. Ist ja so eine klassische, ne? Mit Holz. Ohne Blockbremse, okay. Aber ich finde die Bobbahn auch immer so riesig, ne? Das ganze Konstrukt ist so riesig alles. Ja. Aber es ist ja auch wirklich so, ne? Es ist ja... echt gut geworden. Ja, mehr kann man da nicht. Also gefällt mir bisher echt ganz gut hier der Park. Das ist echt toll. Wieder einmal eine wunderschöne Parkbewerbung. Natürlich. Also wir kriegen echt nur gute Parkbewerbungen, ne? Wir hatten so bisher... Ja, wir hatten noch gar keine, wo wir gesagt haben, naja, irgendwie passt das da nicht. Ne, also nicht wirklich tatsächlich. Also klar, man hat schon mal das ein oder andere gehabt, wo wir gesagt haben, oh, puh, anstrengend, ne? Aber sonst... Aber hier, das ist ja alles, ne? Wir fliegen hier so durch, das ist alles gar nicht würdig, ne? Das ja, gut, so. Das wird bei Italien dann auch passieren, wenn da nur ja, so ein Park vorstellen ist. Ist halt. Ja, eben. Aber guck mal hier, die ganze Kulisse hier. Ganze Ecke da ist schön, ja. Boah, richtig toll, ne? Richtig schön. Man kann es halt einfach nicht gewürdigt halt in dem Park. Nee, ist so. Aber hier ist der Ausgang. Weil sonst würde jede Parktour, glaube ich, 4-5 Stunden gehen, wenn der wirklich. Ja, ja, das. Das ist für viele ein Traum, aber auch nur ein Traum. Oh, nee, also das ist. Nee, das kann ich nicht machen. Also, wenn der Parktour 3 Stunden geht, dann geht die tatsächlich 3 Stunden, aber auch dann, weil ich drüber fliege. Und da wollen wir uns auch nicht so lange aufhalten, tatsächlich. Aber hier eine richtig schöne Ecke. Ja. Richtig schön. Schönes Dörfchen. Das ist richtig cool. Wir sind bisher nur so außen rum gelaufen, habe ich das Gefühl. Ja, also wirklich drin waren wir noch nicht. So in der Mitte waren wir noch nicht, ne? Gelateria de Maria. Kennen wir. Street Fox Coffee. Ja, das ist auch gut. Steel Vengeance Racer. Aber guck dir das Ding mal an. Mit den Routers. Ist cool, ein geiles Schild, oder? Also aber ein geiles Achterbahnschild. Mann, verpiss dich. Geburt. Entschuldigung. Das ist cool. Das ist cool. Jetzt will ich hier auch fahren. Da ist der Eingang. Oh, das ist schön gemacht. Guck mal, da ist die Achterbahn und da irgendwo, nirgendwo ist der Eingang. Ja, da hinten muss man über die Brücke. Kann man hier noch sitzen? Ach, guck mal, und da ist auch noch ein Go-Kart, haben wir auch noch. Gut, dann gehen wir mal die Q-Line lang. Wir springen über alle Köpfe drüber. Pirate Village, so ein bisschen Werbung noch gemacht. Ach, guck mal. Ja, kennt man irgendwo ja. In jeder Ecke irgendwas, ne? Schon sehr natale Kohana aus. Natürlich. Jeder Topspin sieht aus wie Talokan. Eieieiei. Das ist falsch. Das ist gut. Das ist gut. Da setzen wir uns hin. Ein und Hybrid. Geht direkt los. Ein Hybrid. RMC. Let's go. Komm mal. Jetzt geh nicht kaputt. Komm schon.
Stell dir auch vor, mal Moviepark sagt, wir machen jetzt einen AMC aus Bandit. Oh, das wäre ja lustig. Alter, ich würde so feiern. Weil die ist echt. Die ist nicht kaputt, aber die ist kaputt. Die ist kaputt. Ey, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Boah. Ich fahre die gern, ne? Ich fahre die echt gern, weil die hat ein super geiles Layout. Aber die. Also, wer schon mal damit gefahren ist, weiß, glaube ich, worüber wir sprechen. Die haut so dermaßen deinen Körper kaputt. Das ist unfassbar. Hier so eine duellierende Achterbahn quasi, ne? Ja. Wahrscheinlich standen wir deswegen so lange in der Station. Oh, die geht ja hier richtig ab hier. Wieder an Amtend auch wieder denken, ne? Das ist. Amtend war so gut, ne? Die hat so Spaß gemacht. Ja, die hätte ich noch ein paar Mal öfters fahren können. Die hätte ich gerne im Garten. Schön hinten, weißt du, stehst morgens auf, nimmst Kaffee, schliffst erstmal. Und dann setzt dich rein. Oh, und dann setzt du dich rein. Ganz ehrlich, wenn du so einen Untamed hinten im Garten hast, dann bist du, glaube ich, auch nicht mehr am Arbeiten. Ich glaube, da kommt das Geld von alleine. Nee, da hast du auch nur deine Freunde. Ja. Auf einmal. Denk dran, ne? Wir haben schon geguckt, wie viel ein Freefall Tower kostet. Ja, du hast ja gesagt 2 Millionen oder so, ne? Ja, es war sehr übertrieben. 50.000 kostet der Kleinste. 50.000 kostet schon der Kleinste. Freefall-Tower. Also wer ein bisschen Geld von euch in der Tasche hat, dann baut euch mal einen in den Garten. Das wäre cool. Das ist unser Jumper-Bumper. Wir kommen vorbei für einen Vlog. Wir kommen vorbei für einen Vlog. Ja klar. Ey, die hat Spaß gemacht. War cool. Die war cool. War tatsächlich ein bisschen lang, aber... Ja gut, ist ja halt zweimal da gefahren. Ach, das war der Ausgang auch. Genau, die ist quasi zweimal die Strecke gefahren. So, dann gehen wir wieder hier lang. Ach, guck mal, hier für den Rick, ne? Haben wir ganz vergessen. Der ist auf verschiedenen Ebenen gebaut, ne? Danke, dass du es gesagt hast. Ja, gerne. Bin mal gespannt, ob sich der Rick das hier überhaupt antut. Also, weiß ich nicht. Oh Gott, das sollte jetzt nicht negativ. Das hat mich falsch angehört. Ja, das hatte ich falsch angehört. Nee, das habe ich nicht gemeint, sondern die Parktour anschaut. So. So, dann haben wir hier die Go-Kart. Ach, richtig cool, Mann. Das ist doch. Guck mal, das sieht doch kein Mensch. Wirklich, wer fährt denn eigentlich dann mit der Go-Kart-Bahn? Ne? Wir fliegen jetzt trotzdem drüber, auf jeden Fall, aber das sieht so wie so eine kleine Stadt, wo du hier lang fährst. Richtig cool gemacht. Ja. Ich glaube, wenn ich da in echt Go-Kart fahren würde, Junge, da würde ich aber erstmal langsam fahren, würde ich erstmal alles angucken. Ja, ne? Zweite Runde würde ich dann schnell fahren. So schön. Warum sind hier so extra Pfeile gewesen wegen Go-Kart? Hast du gesehen? Immer so, wie sie das ja, hier lang. Ja, genau. Ist hier vielleicht der Schatz versteckt? Soll uns irritieren? Nein, die müsst da lang. Ich glaub Guck nicht. Da. Ja, aber das ist ja, dass du da durchs Tunnel fahren sollst, oder nicht? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Das ist hier die Frage. So, jetzt ist da hinten ja dieser Topspin. Ich weiß nicht, ob wir da noch hinkommen, aber wir gehen jetzt einfach den Weg hier mal weiter. Wir bleiben mal außen rum. Warte mal. Ach, hier, das Ding ist auch noch da drin. Das habe ich nie verstanden, ne? Wo steht so ein Teil? Ja, ist halt sehr... So eine Zentrifuge quasi, ne? Ah, das ist so. Ja, das Ding heißt auch so. Fährt auch keiner mit. Wer weiß, Maus oder warum? Bitte? Hier rechts war gerade auch noch eine wilde Maus oder was das sein soll.
Ach so. Nicht ganz. Ja, das ist aber der Ausgang. Doch, der andere ist bestimmt. Das ist diese andere Achterbahntür. Ja, diese Looney Tunes. Ja, genau, Looney Tunes. Looney Tunes. Ne, wir gehen hier mal weiter. Ne, ich wollte erstmal hier hinten. Looney Tunes war was anderes. Ja, ich weiß. Aber. Hab ich gerne geguckt. Ich auch. Okay, hier ist irgendein Eingang zu irgendwas. Ich hab keinen Plan. Wir werden irgendwo ankommen. Ah, Monorail. Ah. Ach, krass, ey. Das ist eine komplette Wasserbahn. Ich vermute, das wird ein Dark Ride. Die heben wir uns mal auf. Die heben wir uns mal auf. So, dann kann ich hier links und ich kann hier rechts. Oh Gott, hier sind ja... Was ist denn hier los? Sedgwick Hotel. Dann kommen wir hier zum Hotel raus. Okay. Eieieiei. Hier ist nochmal ein Eingang. Aber ach, da hier ist doch Topspin. Der. Jetzt haben wir ihn. Wir haben ihn. Zu dem wollte ich eigentlich auch zuerst noch. Ich weiß, was du meinst mit Taruka. Ja. Ist ein bisschen inspiriert davon. Aber es sieht schön aus. Ja. Das passt so gut. Ist doch toll. Mensch, ey, das ist eine schöne Ecke hier tatsächlich. Das gefällt mir sehr gut. Bei einigen Gebäuden ist es ein bisschen leer gerade, so ein bisschen, aber gut. Jo. Bankautomaten. Ansonsten. Ach so, und dann kommen wir hier wieder raus. Okay. Das war quasi so ein Rundweg. Ja. Aber wir schauen jetzt nochmal hier hoch. Jetzt haben wir hier die Ecke eigentlich soweit gesehen. Ach, guck mal hier, die Go-Kart-Bahn, ne? Also die Go-Kart-Strecke, die fährt hier lang durch diese kleine Stadt. Das ist so schön, ne? Das ist so schön. Das gefällt mir richtig gut. Ich mag's. Die Häuser sind nicht alle gleich. Es ist wirklich alles unterschiedlich. Es ist wirklich sehr gut gemacht. Ja, so ein kleines Pirates Village, ne? Und guck mal, siehst du auch das, was wir nicht gesehen haben? Das haben wir nicht gesehen, das haben wir glatt übersehen. Bist echt... Ah, ich weiß auch warum. Wir haben uns den angeguckt und sind steht dann einfach hier vorbei. So. Dann etwas Größeres. Oh, schön gemacht. Hätte nicht gedacht, dass das Ding hier reinpasst, aber irgendwie schon. Der ist auch recht klein. Nee, ich meine von der Optik her. Weil es halt so ein Nostalgie-Ding ist. Ach so. Okay, dann gehen wir trotzdem weiter außen rum. Das war der Soso. Dann gehen wir hier gleich mal rechts. Viewpoint. Pirate Port. Da kommen wir später mal hin. Muss also mal hier gucken. Gehen wir später. Da kommen wir auch rüber. Hier ist der Eingang. Da ist ein Eingang. Copperhead Strike. Okay. Hat die Originalschilder genommen dann als ja. Eingangsschilder. So. Was ist hier los? Warum fährt er nicht? Weil er auf die andere Bahn wartet, denke ich mal. Ja, könnte gut sein. Schon mal vor. Ja, geht durch. Das springen wir auch vor. Und let's go! Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Schlangen. Oh, da fehlt eine Bremse. Aber trotzdem sehr cool von der Fahrt her. Ja. Ich war auch tatsächlich überrascht mit dem einen. Mit der einen Szene hier. Wo war sie?
Hier. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war krass. Ja, weil du hier oben standest. Ja. Und hast nicht gesehen, wie die Schiene da verläuft. Hast du gesehen, wie die nach vorne gesprungen sind? Oh, die ist, glaube ich, auch spaßig. Guck mal, vielleicht sehen wir es gleich, wenn die hier anhalten. Wie die nach vorne, vorne so. Ah, lustig. Dann ist hier der Ausgang. So, aber da hinten war nur der Eingang, gell? Nee, hier geht's noch weiter. Hier geht's noch weiter. Alter Schwede, hier sind so viele Wege. Ich hoffe, wir haben nichts falsch gemacht. Dann kommen wir hier wieder. Ey, guck mal, hier ist noch der Kiddie Coaster. Jetzt gehen wir doch so lang. Wir gehen mal hier lang. Da ist auf jeden Fall der Eingang oder die Station. Dann ist hier der Ausgang. Ach Gott, hier ist so viel. So viel. So viel. Ja, stopp. Können wir zurück? Nein, rechts. Was ist da drin? Achso, okay. Okay, wofür immer? Eine Wand. Was haben wir hier oben? Das ist ein Eingang. Ja, für die Ballonfahrt. Das ist auch schön. Sind wir die Grüne schon gefahren? Ah ja, das war Manta. Okay. Ja, doch. Ja, das war Manta, genau. Okay. Das war Manta. Ja, da geht's auch noch weiter. Hier fährt der Kiddie-Coaster lang. Wir gehen trotzdem mal hier lang. Muss ja hier irgendwo der Eingang sein. So, da kommt der Mitarbeiter. Hier ist der Ausgang davon. Wo ist hier der Eingang? Kannst du einen dafür verlaufen? Aber was ist das hier? Da. Wendigo. Ja, das hört sich doch gut an. Ja, Wendigo das ist Kiddie Coaster. Das ist es doch. Wir haben ihn. Jetzt kann unser Kiddie Coaster Experte seine Meinung dazu äußern. Ja, ich habe ganze zwei für unsere Parks gebaut. So, du bist der Kiddie Coaster Experte. Kaputt? Nee, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall der richtige. Aber du hast auf Pause gedrückt, ja, okay. Genau, ich habe Pause gedrückt. Achso, das hast du gemeint. So, die Perspektive nehmen wir, die finde ich am besten. Ich persönlich. Ich nehme die Nummer 3. Sounds jetzt vom Fahren her und so, ne, von den Rollgeräuschen und so. Ich hoffe, die haben die bei Panko 2 auch abgeändert, so ein bisschen. Also ein bisschen realistischer. Noch ein bisschen realistischer, so. Weil es gibt halt Achterbahnen, die hörst du halt, ne? Ja. Und dann gibt's halt Achterbahnen, die hörst du gar nicht. Die sind dann so leise, weil die so sauber fahren. Das wäre auch cool, ne? Aber nicht so schnell, nicht so langsam, auch nicht so lang. Passt. Außer da, bei den einen da hätte ich vielleicht einfach ausrollen lassen hätten können. Wo der kurz nochmal abgebremst hat? Ja, genau, da so mittendrin. Okay, unsere Meinung von dem Kiddie Coaster Experten Mitao. Ja. Kannst du wiederholen, der zwei Bahnen für Seven Sense gebaut hat. Kiddie Coaster, hey. Hey. Komm, der Titel, der hat mir der Rick gegeben. Kiddie Coaster Experte? Ja, ja, genau, das kommt vom Rick. Ja. So, ich weiß nicht, ich gucke jetzt mal hier in Vogelperspektive, ob wir hier alles haben, außer die Wasserbahn da hinten. Aber die machen wir zum Schluss, habe ich gesagt. Hast du gesagt?
Weil ich weiß nicht, was da hinten noch so passiert und ich weiß nicht. Keine Ahnung. Da ist noch eine blaue Achterbahn, wir müssen halt über die Brücke. Und da ist noch so ein Schloss oder was auch immer das sein soll. Da ist irgendwas. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es halt nicht. Also den Teil haben wir schon mal. Wir sind da hinten lang, haben die Achterbahn mitgenommen. Die Achterbahn mitgenommen, das mitgenommen. Genau, da hinten die Bootstour haben wir mitgenommen. Da müssen wir noch hin. Also hier ist noch ein bisschen was los. Tatsächlich, aber ich glaube, das ist jetzt nicht mehr alles so eng. Nee, ich glaube, das ist nur hinten da den Pier lang, sag ich mal. Ja, ich glaube auch. Auf jeden Fall geht's hier in den Tunnel rein. Gott, wo geht's denn hier hin? Zum Anfang, denke ich mal. Oh je. Was fehlen, ist ein bisschen ein paar Schilder, ne? So, ja, wo es lang geht halt. Ja. Ach, guck mal, hier ist ein Freefall Tower. Okay, das ist cool. Dann kann man da auch noch hoch. Ist hier auch nochmal ein Eingang? Für was? Okay, ich habe keine Ahnung, was wir hier gerade machen. Monorail. Echt? Oh ja, tatsächlich. Eingang für die Monorail. Dann ist hier der Ausgang und dann sind wir schon irgendwo. Dann ist hier wieder ein Eingang. Ich weiß nicht wofür. Ah, für eine Achterbahn. Das ist eine Holzachterbahn. Das ist eine Holzachterbahn. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, falsch, natürlich. Also theoretisch ist das Konzept, du steigst einer aus und kannst direkt in die nächste rein. Ja, ja, genau so ist das Konzept. So, ups. Ach, das ist alles. Oh ne, ist die Perspektive gut. Alles klar. Ja, ist alles gut. Let's go. Viel Spaß. Oh, das hab ich schon lange nicht mehr gehört. Null. Da sind wir wieder. Okay. War doch okay. Fand ich jetzt tatsächlich auch. Hätte das nicht ein bisschen kurz, ne? Ja. Hättest du auch jetzt länger fahren können. Natürlich, der Oktopus. Darf nicht fehlen. Darf nicht fehlen. Und was vermissen wir? Im Heidepark, ja. Die Krake. Genau. Der war so toll. Der hat so Spaß gemacht. Und was macht Heidepark? Baut dann 5D Ghostbuster Ride hin. Nee, das war Hallo Spencer. Das war Hallo Spencer. Genau. Hallo Spencer hab ich damals auch gerne geguckt. So, kennt man halt, ne? Kennt man. Ich hab's nicht gern geguckt, aber kennt man. Enter. Oh, guck mal. Das ist die orange Bahn, die wir gesehen haben. Hä? Hallo? Hä? Ist das eventuell ein Boomerang? Alte Planke. Dann warten wir mal, bis die zurückkommen. Wenn die jetzt von da kommt, dann ja. Jo. Ach, das ist die Achterbahn. Okay. Interessant. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, geht schon los. Da kann ja sein, dass sie dann mit dem Boost halt dementsprechend wieder zurückkommt, ne? Die kann ja vor und zurück. Ja, genau. Deswegen sag ich ja, ich bin mal gespannt. Ach, endlich mal Musik. Okay.
cool. Das ist ja mal geil gemacht. Das ist richtig cool, ja. Gefällt mir. Oh, nice. Das ist cool. Das die war cool. Sehr cool. Die ja. War richtig cool gemacht. Boah, war das gut. Das war echt gut. Das hat mir echt gut gefallen. War, fand ich ein bisschen rasant, aber die Idee dahinter. Ja, ja, die Idee war gut. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, tatsächlich. Hier ist auch das Ding drin. Der hat, glaube ich, alle Fahrgeschäfte von Blanco 1 hat der hier reingemacht, ne? Das kann gut möglich sein. 24, ich weiß nicht, wie viele hatten wir denn? Könnten 24 gewesen sein. Können wir gleich mal gucken. Ist das selbst gebaut? Ja, ne? Ist cool. Hat was, ja. Die sind mal gefahren, ne? Da waren wir die schon. Sind wir gefahren. Hier waren wir schon. Ich uns, fehlt halt, uns fehlt tatsächlich diese hellblaue noch und hinten das, die rote das große da, Gebäude ne? Da noch. Ja. Ja, ich. Und halt die Wasserbahn hinten. Wir müssen da hinten. Wie du als letztes fahren willst. Ja, wir müssen ja sowieso noch die Vogelperspektive nachher machen. Und dann mal richtig gucken, ob wir irgendwas verpasst haben oder nicht, weil ja. Ich bin irgendwie so ein bisschen lost, weil da unten beim Piratenschiff waren wir jetzt auch noch nicht. Da sind wir dran vorbeigelaufen. Okay, dann waren wir doch da. Ich gehe jetzt einfach mal. Hier ist ja da die blaue Achterbahn, da die rechts. Die müssen wir noch fahren. Stimmt, die müssen wir noch fahren. Also auf der Ecke waren wir noch nicht. Ach, guck mal. Oldtimerbahn. Oldtimerbahn. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Hier ist der Start. Wing Coaster? Ach, Wing Coaster. Ach du lieber Gott. Skyfly. Skyfly. Wir fliegen gerade mal hier mit kurz. Ja, schön, dass hier was drin ist. Ja. Aber ist hier überall was zu gucken. Oh, schön. Gehen wir hier durch den. Wo ist denn hier der Eingang? Da laufen wir gerade durch. Ja, ja, ich weiß. Ich will nur gucken, wo das hier ist. Luna Autos. Ah, man hätte hier die Brücke hoch müssen. Okay, gut. Das wollte ich nur wissen. Jetzt sehen wir hier nur ein paar Piratenschiffe. Da explodiert irgendwas. Aber da hinten, das sind wir noch gefahren. Das ist doch die eine nee, Achterbahn. Nee, da doch. Kommen wir noch hin. Guck mal, hier kommt gleich die Achterbahn. Ja, aber das, die andere, wo es explodiert ist, das waren wir noch nicht. Ach, nee, das doch. War die Holzachterbahn, ne? Ja, nicht die Orange, meine ich jetzt die dahinter. Ja, ja, ich weiß. Aber ich meine, das wäre hier die gerade eben so explodiert ist. Ach so, ja, kann sein. Wegen den Schienen, ja, warte mal, da kommst du doch, guck. Ja, ja. So, jetzt fährt die wieder zurück. Dann fährt die gleich wieder vorwärts. Dürfte jetzt gleich wieder kommen. Das war echt cool, ey. Das ist cool. Ja. Das ist von Back to the Future, das mit dem brennenden Auto-Reifen. Sieht man auch nicht während der Fahrt. Guck mal, da ist ein Totenkopf drin. Ist auch schön. Sieht man alles gar nicht. Während der Fahrt leider. Star Wheel. Okay. Wir gehen mal weiter. Ich denke mal, wir nehmen dann trotzdem die Wildwasserbahn hier einfach mit gleich. Ja. Dann brauchen wir nur noch nach vorne gehen. Ein Doppelloop. Das hört schon eine Achterbahn an. Q-Line, 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 Q-Line. Doppelloop. Da kommt's auch schon.
den Achterbahn-Typen kennen. Station, dann, ne? In manchen Stationen ist ein bisschen was drin, bei den manchen ist es ein bisschen leer. Ja, ne? Ja, wie, ne? Hier zum Beispiel. Ja, das stimmt. Und? Was sagst du zu diesem Achterbahn-Typen? Ja. Halt, halt eine Looping-Achterbahn. Ne? Ja, genau. So ein Plattform-13-Ding. Ja, ja. Oh, nee. Also die letzte Fahrt war auch nicht sehr, sehr schön. Ja. Der hat mich richtig verprügelt. Die Q-Line war mega, aber... Der Weil Rest... Also der Looping, der hat mich richtig weggehauen. Ich hatte zwar nicht so einen heftigen Tinnitus wie bei Limits im Heidepark, aber... Mhm. War schon gut. Ja, ich mag die Bügel auch gar nicht. Die Achterbahnen brauchen alle mal neuen Wagen. Ja. Das ist echt schrecklich. Schrecklich. Dann vielleicht, wenn es einfach nur einen Beckenbügel geben würde, wäre es wahrscheinlich gar nicht so krass. Aber derselbe Achterbahn-Typ wie halt die Big Loop im Heidepark. Ne? Das ist genau dasselbe. Ja. Ist auch so ekelhaft, aber ist halt Nostalgie pur, muss man mitnehmen. Ne? Aber den gleichen Achterbahn-Typ hat ja Ford Fun ja auch mit Speed Snake, aber da haben sie eine neue Wagen gemacht. Ja? Ja. Gibt's keine Schulterbügel mehr. Ach so, echt? Ja, die ist komplett neu. Die fährt viel, viel ruhiger, steht nicht mehr so viel. Und durch die Beckenbügel ist halt viel geiler durch die Schrauben. Ja, ist auch so. Bisschen schnell, fand ich. Ja, war ein bisschen zügig, ja. Aber trotzdem eine gute Fahrt soweit. Ja, vom Streckenverlauf her war die echt schön. Sieht man auch alles wieder nicht, ne? Guck mal hier, alles so Ruinen. Da ist auch das Feuerwerk drauf, sehe ich gerade. Da fährst du hier durch die ganzen Ruinen und kleinen Inseln, echt cool gemacht. Ja. Das siehst du aber alles während der Fahrt nicht. Das ist ja bei uns in Pompeia genauso. Ja, ist so echt. Ach, guck mal. Was war denn da? Da ist der Schatz. Jetzt haben wir den Schatz gefunden. Wir haben geil. Ihn. Ha! Da ist er. Da ist er. Wir haben ihn in Tortuga gefunden. Schade. Ich hätte gern ein Schild von Seven Cents. Rappe, ich will wissen, ob schon mal jemand den Schatz gefunden hat. Ich kenne nämlich die ganzen anderen Packungen nicht. Tatsächlich, muss ich sagen. Jetzt haben ja schon einige den Pack gezeigt. Und ich würde gerne wissen, wer den schon gesehen hat und wer nicht. Ich will's wissen. Hattest du den Pack eigentlich schon mal gesehen? Was, den hier? Ja. Bei Modern Consumer habe ich den mal kurz angeschaut gehabt, ja. Okay. Also auch nicht aber komplett. Das war aber schon Jahre her. Also die Version eigentlich noch gar nicht. Ja, okay. Port Royal. Das hört sich doch typisch Wasserbahnmäßig an. Gut, dann... fahren wir auf jeden Fall damit. Aber ich werde da, wo jetzt nichts ist, werde ich vorspulen. Weil ich fahre jetzt nicht die komplette Strecke einfach mit. So fahren wir. So sehen wir am meisten. Und let's go. Ich habe zuerst gedacht, da wäre der drinne, der Schatz. Ja. Aber es wäre ja auch zu offensichtlich gewesen. Siehst du, und ich habe noch gesagt, guck mal hier, die ganzen Ruinen, die sieht man ja gar nicht. Ne? Uns fällt ja sowas auf. Und zuerst habe ich gedacht, hier wäre der Schatz, der während der Fahrt jetzt zum Beispiel oder so. Mhm. Achso, dann kommt ja hier der Hai hoch. Okay. Ja, ich spule trotzdem ein bisschen schneller vor.
den Drop nehmen wir natürlich mit. Wenn einer kommt. Nein. Ach, in echt würde ich bestimmt richtig Spaß machen. Klar. In echt macht jeder Wildwasserbahn mehr Fun. Alles macht hier in echt mehr Fun. Also auf jeden Fall. Also Kameradinger hingebaut. Naja, so, ne? Foto. Das ist mir schon öfters hier aufgefallen in dem Parkbereich. Ist ja sein erster und einziger Park, ne? Ja. Sieht man, dass er hier echt viel Zeit verbracht hat. Hier ist echt überall irgendwas, ne? Echt viel zu sehen in dem Park hier. Also, wir werden auch wahrscheinlich das eine oder andere gar nicht gesehen haben. Es ist aber auch nicht möglich, alles einfach zu sehen, ne? Das geht doch nicht. Gucken wir da links rein, mal gucken, was da ist. Genau, hier habe ich zuerst mit dem Schatz gerechnet. Aber hier ist tatsächlich eine Höhle. Ist nur Kulisse. Ist nur Kulisse. So ein Hafen, ne? Ja. Auch schön. Sehr, sehr schön. Ist hier jetzt tatsächlich nur die eine Achterbahn, die hier rein durchfährt und ja, die Wasserbahn. Hier ist nix. Und ja gut, hier kann ich nicht halt rein, ne? In den Berg. Kann ich nicht gucken. Aber gut. Wir haben den Schatz auf jeden Fall gefunden. Er ist hier auf Tortuga. Da ist er. Da ist er. Okay, gut. Dann haben wir hier die Ecke auch schon absolviert. Die haben wir, das haben wir, das da haben wir, die Holzachterbahn haben wir. Dann müssen wir tatsächlich einfach nur noch zum Eingang zurück. Achterbahn da hinten. Ja. Zum Eingang zurück. Und hier sehe ich gerade noch ein... Ein Rafting-Hammer. Wo gehen die denn hier lang? Ach, hier ist auch nochmal die Monorail. Das hat man schon. Ich bin so lost hier, dem Park, ehrlich. Also es ist so krass. Die ganzen Wege sind ja auch sehr verwinkelt, muss man ja sagen. Ja, das ist echt viel. Ja. Ich glaub, da war der Eingang schon, oder? Nee, das war nur... Das war der Ausgang? Aber es war auf jeden Fall ein Ausgang. Hier geht's dann die Brücke rüber. Ja, dann passt das doch. Da hinten ist war der Eingang. Da oben hängt er. Das ist der Rick übrigens. Ne? Ja, er sonnt sich gerade ein bisschen. Ja, er sonnt sich gerade ein bisschen. Hier waren wir doch schon mal. Ah, Street Fox Cafe. Hm. Ach, guck mal. Hier ist eine Show. Oh. Okay, wir gehen ja schon. War eine Show. Da ist es doch, guck mal, da ist er doch. Da? Was? Rechts. Ah, ja, genau. Da ist er. Whirly Rick, genau, so hieß das Ding. Der darf nicht fehlen in einem in irgendeinem Park. Das ist richtig. Piratenspiral. Guck mal, hier ist auch nochmal die Unterführung. Da ist ein Spinning Coaster. Ach krass. Wie ich es richtig gesehen habe. Ich bin mir nicht sicher, aber ja, ich glaube, ja, habe ich. Puh. Noch eine Achterbahn. Ach, guck mal, direkt die haben wir tatsächlich nicht gesehen. Nee. Ich fahre mal normal mit. Ich war jetzt
der Meinung, dass wir nur nicht so rote Achterbahn noch fahren müssen, dann nehmen wir durch. Ja, theoretisch schon, ne? Wir gucken mal gleich. Aber da hinten ist auf jeden Fall der Parkeingang. Also wir sind auch schon anderthalb Stunden hier drin. Ist krass, ne? Dass der doch so groß ist. Ja. Ja gut, wir, am Anfang haben wir uns tatsächlich ein bisschen aufgehalten. Das stimmt, ja. Mit der Guckerei und so. Und die kleine Piratenstadt war halt auch sehr verwinkelt alles. Willst ja auch versuchen, alles mitzukriegen, ne? Aber willst auch versuchen, nicht 30 Jahre hier in dem Park zu verweilen. Das ist richtig. Also nimmt uns das auch nicht so übel. Das stimmt. Weil, ja gut, bis auf die letzte Kurve war es eigentlich ganz in Ordnung. Ja, also das war echt eine super Fahrt. Das auch am Ende der Strecken fehlen auch so hier und da mal eine Bremse. Ja, das stimmt. Das ist ja auch schon aufgefallen. Die knallen manchmal alle so in die Station rein. Aber, ach so, okay. Hier waren wir nämlich auch schon. Da sind wir nämlich genau, da waren wir schon drin, ja. Hier hinten hoch. Da war ja der Freefall Tower. Ah, guck mal, da haben wir doch nichts verpasst. Ja, wir versuchen dennoch unser Bestes, immer alles zu zeigen. Es ist nicht immer möglich, tatsächlich, weil... Die Bahn sind wir auch noch nicht gefahren. Nee. Die sind wir auch noch nicht gefahren. Aber ich weiß ja auch nicht, wo der Eingang ist. Hier ist irgendwas oben. Das ist ein Ausgang. Das ist die Achterbahn, der Ausgang von der. Also bevor wir jetzt die letzte Achterbahn vermutlich fahren, will ich erstmal noch mit der Raftingbahn fahren. Oh, wo ist da der Eingang? Das wäre nicht schlecht. Wo ist denn jeder Eingang? Das ist der Ausgang. Kann ja nur drüben sein. Also rechts. Jetzt da, ja. Kann nur irgendwo da hinten sein. Kraken River, guck. Aha. Also. Also hier ist, in dem, ist, ah, ist ja. Doch eine größere. Guck mal, das ist dann wieder ein schönes Stationsgebäude, ne? Hier hat er sich dann wieder ein bisschen was ausgedacht. Hier ist dann wieder ja. Was zu sehen. Fliegen wir mal mit. Da geht's dann hoch. Steigen wir jetzt nicht ein. Nehmen wir das nächste mit. Ja, das sind halt so Attraktionen. Meistens passiert da was, ne? Manchmal aber auch nicht. Ja. Und dann ist es schade, dass du nicht mitgefahren bist. Ich kann das auch nachvollziehen, dass dann der Erbauer es schade findet, dass man nicht damit fährt. Aber jo, das sind dann auch wieder 5 Minuten Fahrt, die dann hier... Das ist aber ein cooles Gimmick hier mit dem Doppelhop. Double Drop. Ja. Ja. Ah, siehst du. Ja, hier passiert dann wieder was, ne? Ja. Ist dann wieder Action. Dann warten wir mal aufs nächste Boot. Wird ja, denke ich mal, gleich kommen. Genau. Ah, das ist schon schön gemacht. Das ist schön gemacht. Fliegen kurz mal hier hin. Ja, so kleine, trotzdem so kleine Easter Eggs, ne? Da sagt er irgendwas vom Schatz. Ja gut, den Schatz haben wir ja gefunden gehabt. Ja, ja, aber hier ist der drin noch, guck mal. Da ist der Schatz. Ja. Hier ist überall immer irgendwas, ne? So Kleinigkeiten. Die er irgendwo so reingebaut hat. Finde ich cool. Und viele sehen sowas gar nicht. Nee, absolut nicht. Das, guck da gar nicht rein. Ja, wir verpassen ja auch schon mal irgendwas. Ne? So ist es ja nicht. Ich will jetzt hier kein Schlechtreden oder so. Aber das sind so Sachen, die tatsächlich nicht gesehen werden. Ist auch schön hier, ne? Der Drop. Der Drop, ja. Das ist schön gemacht. Kann schön auf der Brücke stehen und dann kommt wieder runter. Ja.
Und das ist mit dem Wasserfall noch. Das ist cool. Das ist schön. Schön gemacht. Wirklich toll. Und dann sollten wir eigentlich wieder in der Station. Dann sind wir wieder in der Station. Jawohl, so ist es. Und so ist es auch. Dann gehen wir hier wieder raus. Hier geht's noch irgendwo lang. Ne, von da kamen wir schon mal. Da sind wir hier oben gewesen, von der Brücke. Genau, da waren wir schon. Dann müssen wir hier rüber, darüber. Dann fliegen wir einfach mal gerade über den Fluss. Hier dann ist ja dieses links. Kleine Village. Das, genau. Das fängt ja hier an mit dem Kiddie Coaster. Genau, das haben wir gesehen. Die Ballons, den Spielplatz, den Aussichtsturm, da waren wir auf jeden Fall. Dann auf dem Plaza hier. Ja. Was auch sehr schön war. Dann haben wir hier nochmal so ein. Oh, guck mal, zweiter Speicherpunkt. Bin wieder da. Hier auch nochmal eine kleine Ecke. Auch sehr schön. Schlicht und einfach. Guck mal. Das ist doch cool. So. Dann haben wir hier Pirate Skull. Hier haben wir nochmal was. Ja, das ist die rote Achterbahn wahrscheinlich. Ach so. Ah. Oh, bist du am Essen? Ich habe mir mal einen Kinder-Schokobomb gegönnt. Ich hör's doch. Mein Gitarre, was im Mund hat. Oh, herrlich. Das war der falsche Knopf. Nein. Warum? P. Ja, hab ich doch gedrückt. Geht nicht. Jetzt schon. Schweinerei. Oh, wir haben eh nichts gesehen. Ich hatte eh die falsche Kamera an. So, wir setzen uns ein bisschen in die Mitte, machen machen das Frostbullen, machen das aus und fahren vermutlich die letzte Achterbahn bei einem wirklich sehr, sehr großen, schönen Park. Tatsächlich, mir hat er sehr gut gefallen, ja. Auch wenn es vielleicht nicht so überkam auf der Parktour. Ich hab jetzt nicht die komplette Parktour von Wann und Zuma im Kopf, wie sie mal damals war, der Park, aber so viel ich jetzt mich noch erinnern kann, ist einiges noch passiert. Ja. Auch optisch vor allem. Ja. Ja, kam vielleicht so nicht rüber jetzt über die ganze Parkour. Aber er war trotzdem sehr verwinkelig. Also das war ein bisschen, ja, gut, ein bisschen schade. Also die Wegführung war ein bisschen... Also, Schilder haben wir auf jeden Fall gefehlt. Schilder, Wegführung war nicht so jetzt optimal gewesen. Ja, ich meine, er hat ja geschrieben, er hat ja eigentlich mit mehreren Themenbereichen arbeiten wollen. Ja. Aber es hat irgendwie nicht so funktioniert. Und ist dann halt bei Piratenthema geblieben. Aber war doch eigentlich voll okay für einen Inverted Coaster. Ja, also bei mir hat es ganz schön geruckelt, dass ich die Aufnahme, deswegen keine Ahnung. Okay. Kann ich jetzt nicht so gut bewerten. Dann mache ich es einfach. War gut. Gut. Kannst du dir dann im Nachhinein nochmal angucken. Daumen hoch. Ich werde ja eh die Timesteps reinmachen, also deswegen. Also sagst du TÜV bestanden, ja? TÜV bestanden. Ach, guck mal, wir kommen auch direkt hier an dem Eingang raus. Ja, ja. Als Ausgang. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, dass wir hier lang gegangen sind. Okay, krass. Ja, und das ist die Wildwasserbahn da. Genau, genau. Achterbahn. Pirate Jungle. Ach, da sind wir tatsächlich am Anfang. Ach, gut aufgepasst, siehst du? Wäre mir jetzt so nicht aufgefallen. Oder wir sind jetzt einmal rum. Wir sind einmal rum tatsächlich. Wir gucken aber dennoch mal hier drüber. Das war die. Guck mal, das habe ich gar nicht während der Fahrt mitgekriegt. Dass hier die Raftingbahn langfährt. Ja, habe ich tatsächlich auch nicht, aber. Krass. Das sieht man ja jetzt so schön. Finde ich gut, dass man das nicht mitkriegt. Ah. Ja, die Monorail hätten wir noch, ne? Sollen wir die einmal durchfliegen oder meinst du, lohnt sich nicht? Weiß nicht, also zumindest unterirdisch war auf jeden Fall nichts. So siehst du halt ein bisschen im Park, ne? Ja. Ich glaube, so besondere Ecken kommst du, glaube ich, gar nicht hin. Ja, das weiß ich halt nicht, ne? Ich meine, hier ist nochmal
Hier fährt das lang. Mal, ja, kannst du mal da nochmal langfahren. Ist schön beleuchtet aber, allerdings. Das war gleich auch noch im Dunkeln fahren, mal kurz beobachten. Da fährt ihr hier nochmal rein. Das ist dann zur Station wahrscheinlich, wo wir vorhin schon waren. Geht ja, genau, zur U-Bahn, ja. Genau, quasi U-Bahn. Da hast du ja wenigstens schon mal ein bisschen Tunnel gebaut, ne? Ja. Und ein bisschen zügiger, dann gehen wir hier noch zur nächsten hier ist Station. Okay, das ist die Station, die unterirdisch führt. So, ich flieg jetzt trotzdem mal hier so lang. Was war denn da hier noch irgendwas? Ah ne, einfach nur ein Loch. Okay. Haben wir hier noch so? Was haben wir hier so? Was haben wir hier so? Da haben wir da so, das war diese Bootstour. Okay. Gut. Und dann haben wir hier natürlich das ganze Achterbahn Spektakel. Ne, die Wasserbahn war nicht dabei. Das sieht cool aus. Das hat was, ja. Ja, mit den runden Dingern hier und... Ja, genau. Das sieht richtig cool aus. So, dann sind wir hier. Das ist so ein schöner kleiner Bahnhof, ne? Ja. Mit den Stucksäulen. Das sieht cool aus. Und dann sind wir wieder hier. Schon. Ja. Gut, haben wir das auch getan. Sind wir die Monorail einmal rum. Ich find's cool, dass die Monorail, dass es die gibt. Man kommt echt überall hin. Und das ist dann der kleine Park von oben, so ein bisschen. Ja, echt schön. Ist echt ein schöner Park geworden. Und jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir sind so... Hä? Jetzt sag nicht, dir ist das aufgefallen. Ne, die zischt halt so schnell durch. Das sieht man alles gar nicht, gell? Ne. Guck dich das mal an. Auch lustig. Soll das ein Wurmloch sein? Jo, irgendwie sowas, ne? Ich würde jetzt gerne eine Achterbahn da durchfahren sehen. Jetzt ist das die halbe Achterbahn, die einfach nur so dahin gebaut worden ist. Das kann natürlich auch sein. Nee, das ist ja schon für die eine Achterbahn, die rückwärts fährt, gemacht. Da. Ach, guck mal, die kommen sogar gleichzeitig da an. Das kriegst du alles nicht mit während der Fahrt. Das ist cool. Das ist cool. Ja, kann sein, dass das der, die Boomerang war mit der halben Bahn. Du meintest. Das ist schon vielleicht recht. Nee, ich meinte hier die... Die hier. Die gerade. Ja, meine ich doch. Das ist auch keine Boomerang. Ja, mehr ach so, oder weniger. Ja, okay, doch, Boomerang. Ach, Boomerang, ja. Ach komm, hör auf, ist schon. Ich bin schon zu lange hier drin. Ich bin schon mit dem Kopf durch. Ich bin schon durch. Tut mir leid. Nee, nee, klar. Hier, das sieht man auch nicht alles. Dass die Bobbahn da durchfährt. Ja, das habe ich gesehen. Ja, ist mir so jetzt gar nicht bewusst geworden. Ey, ist wirklich ein toller Parkrappe. Echt toll. Ja, auf jeden Fall. Also sehr schön. Hast auch mein Thema absolut getroffen hier mit Piraten. Super geil. Mag ich sehr. Feiere ich sehr. Ein bisschen verwinklich, wie gesagt. Schilder wären geil gewesen. Aber ich denke mal, du wirst auch Blanco 2 spielen. Dann könntest du da die Tipps dann mal zu Herzen nehmen und in deinen nächsten Park einfügen. Und vielleicht wird es ja mal ein Wikinger- oder Mythologiebereich. Wer weiß. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist das Feuerwerk uns ein bisschen angucken, gell? Ja, mach doch mal dunkel. Ich mach mal dunkel. Weil es läuft gerade. Stimmt, es läuft gerade. Was machst du denn? Da, ja, ja. Ja, es geht P wieder nicht. Das hatte ich vorhin auch schon gehabt. Ja, wenn Plantcoaster jetzt die ganzen Bugs auffinden, du, dann ist ja in Ordnung. Oh, ich sehe überall was los. Ach du lieber Gott. Ganze Stadt feiert. Ach du lieber Gott, da oben auch noch.
Ja. Ja, also sehr viel Liebe, sehr viel Details, sehr schöne kleine. Ach cool. Guck mal, das Finale haben wir noch mitgekriegt. Totenkopf haben wir gesehen. Und Beleuchtung ist da. Das sieht auch gut aus. Vor allem hier diese kleine Stadt, ne? Das ist ja schön gemacht. Das ist schlicht. Nicht zu viel, aber ausreichend. Sehr schön. Aber hier auch hier die Perspektive ist auch schön. Sehr, sehr cool. Gefällt mir gut. Jo. Gefällt mir sehr gut. Ja, dann sind wir tatsächlich durch. Haben wir es geschafft. Haben wir es geschafft. Gut, dann vielen Dank für deine Bewerbung. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. War ein toller Park. Und ja, wenn du bis hierhin zugeschaut hast und noch kein Like und kein Abo dagelassen hast, würden wir uns sehr darüber freuen. Ist für euch komplett kostenlos. Und wenn ihr euren Park tatsächlich auch noch präsentiert haben wollt auf unserem Kanal, dann kommt doch gerne bei uns in den Discord rein und dort unter der Rubrik Parkbewerbung könnt ihr euren Park einstellen und es ist vollkommen egal, ob der von Planko 1 ist oder später von Planko 2. Also das ist uns vollkommen egal. Wir zeigen jeden Park, den wir bekommen. Und wenn ihr bei uns reinkommt in den Discord, ist es ganz wichtig, dass ihr dann hier diesen Achterbahn klickt, weil dann habt ihr Zugriff auf alle Kanäle. Wir müssten das nämlich noch abändern. Kann auch sein, dass wir es jetzt schon gemacht haben, aber nur, dass ihr den Hinweis schon mal habt. Nicht vergessen zu machen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag noch und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Willkommen auf 7 Cents mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gaming-Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Planet Coasters Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von uns.